světové válce zemřeli na evropských bitevních polích miliony vojáků. Velké útrapy muselo snášet i civilní obyvatelstvo. Kulturní prostor Evropy byl rozbit na kusy. Zde vznikla živná půda pro revanšismus, pro autoritativní a totalitní systémy, jako byl komunismus, fašismus a národní socialismus. A tím také pro ještě pustošivější druhou světovou válku. Období trvající 800 let se chýlilo ke konci. Poslední vládnoucí císař Karel rezignoval na svou účast na vládních záležitostech a monarchie se rozpadla, což mělo závažné důsledky. Co by se ale bylo stalo, kdyby mírové mise císaře Karla z předešlých let byly korunovány úspěchem? Nebylo by pak možno zabránit fatálnímu vývoji po roce 1918? Die Grundprinzipien Kaiser Karls, der bedingungslose Einsatz für den Frieden, aber auch für die Völkerverständigung, auch in einem größeren europäischen Rahmen, hätten uns nach dem Ersten Weltkrieg sicherlich vieles erspart. Nicht zuletzt auch die Konsequenz, dass der Nationalismus in den Zweiten Weltkrieg hereingeführt hätte und in weiterer Folge es zu einer Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang gekommen wäre. Manche Theoretiker gehen davon aus, dass man den Ersten Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit und den Zweiten Weltkrieg als eine Art zweiter 30-jähriger Krieg bezeichnen könnte. Das ist durchaus richtig, weil viele Kriegsursachen, die dann in den Zweiten Weltkrieg hineinmünden, mit Revisionsbestrebungen oder Revanchismus aus dem Ersten Weltkrieg verbunden gewesen sind. Dennoch kann man sagen, dass eigentlich das große Problem darin lag, dass es die Zwischenkriegszeit nicht schaffte, stabile Verhältnisse in Europa herzustellen. Und das leitet dann letztendlich in den Zweiten Weltkrieg über. Die Initiative Otto von Habsburg, des Thronfolgers und ältesten Sohn des letzten Kaisers Karl, im Jahre 38 sich einzubringen politisch, um die Aggression aus dem Norden seitens des Deutschen Reiches hintanzuhalten, ist natürlich auch symbolisch zu verstehen. Mit dem Namen Habsburg ist natürlich ein ganz besonderes Österreich-Bewusstsein verbunden. Wie diese Kanzlerschaft oder diese Übernahme der Verantwortung tatsächlich ausgesehen hätte, wissen wir nicht, weil es dazu ja gar nicht gekommen ist. Aber ich meine wohl, dass Otto von Habsburg damit ganz deutlich macht, dass er dieses Österreich gerne als selbstständigen Staat erhalten wollte. Und das ist, glaube ich, hoch anzurechnen. Co se pak stalo s bývalou habsburskou monarchií? Na území starého Rakousko-Uherska byly založeny nové státy. Rakousko samotné ztratilo mnohá území a stalo se malým státem. Východní země se staly po roce 1945 komunistickými a od západní Evropy byly odděleny železnou oponou. Mírový projekt Evropa stál vždy na předním místě programu habsburské rodiny. Otto Habsburský se jako člen Evropského parlamentu vehementně zasazoval o státy za železnou oponou, bojoval za sebeurčení národů, za práva menšin a po zhroucení východního bloku pak za rychlé rozšíření Evropské unie směrem na východ. Ein wirklicher Frieden wird erst erreicht werden, wenn wir endlich fähig sind, die Selbstbestimmungsrechte der Völker durchzusetzen und die Menschenrechte in der ganzen Welt zum Tragen zu bringen. Danke, Herr Präsident. V roce 1989 byl Otto von Habsburg iniciátorem a patronem panevropského pikniku na rakousko-maďarské hranici, při kterém se dostalo na svobodu více než 600 Němců z NDR. Wir stehen heute im Jahr 2018 in einer Europäischen Union, die noch 28 Nationalstaaten vereinigt. Der Zugang der österreichischen Bundesregierung ist folgender: Europa und die EU dort groß zu machen, wo es einer starken EU bedarf. Das ist beim bekannten Migrationsthema, Asylwesen reformieren, Außengrenzen schützen, sicherheitspolitische Ansätze der Europäischen Union verstärken, aber die EU auf einem niedrigeren Niveau
des Mitmischens zu belassen, wo es nicht unbedingt erforderlich ist. V roce 1986 převzal Karel Habsburský funkci prezidenta panevropského hnutí. Od roku 2015 je viceprezidentem Panevropské unie. Těžiště jeho činnosti spočívá v zahraniční politice, popřípadě v rozšíření Evropské unie, v oblasti dodržování lidských práv, práv národnostních skupin a především v ochraně kulturních statků v krizových oblastech. Europa ist größer als die Europäische Union. Es gibt heute viele Staaten, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, die noch nicht zu dieser Union dazugehören. Es ist für uns wichtig, dass wir all diesen Staaten die Möglichkeit geben, ihr Selbstbestimmungsrecht auszuüben, sich selbst als europäisch zu deklarieren und dass wir ihnen dann auch den Weg frei machen in die Europäische Union. In dieses Vakuum Südosteuropa, das sich da erstreckt von Serbien bis in den Kosovo hinein, Albanien, Montenegro, muss so etwas wie eine europäische Perspektive wiederkommen. Da muss man schon europäische Flagge und Haltung zeigen. Investiert wird ja genug. Die Leute wissen oft nicht, dass all das aus Brüsseler Fonds kommt oder aus bilateralen Stiftungen, wie auch immer. Die Herzen, wenn sie so wollen, die haben zwischenzeitlich andere für sich eingenommen. Nebyla žádná jiná dynastie, která by osudy Evropy řídila tak jako habsburští panovníci. Ještě dnes se jejich dědictví ve formě nádherných architektonických a kulturních výtvorů táhne viditelně jako červená nit bývalými korunními zeměmi. Tyto země však stále spojuje ještě mnohem více věcí. Co by se stalo, kdyby podunajská monarchie ještě dnes existovala v hranicích z doby před rokem 1918? Würde die Donaumonarchie heute noch bestehen, wäre sie flächenmäßig nach Russland das zweitgrößte Land in Europa und bevölkerungsmäßig das drittgrößte nach Russland und Deutschland. Nach der Wirtschaftsleistung wäre das Land unter den 15 bis 20 größten in der Welt. Welche Lehren können aus der Geschichte, aus der Wirtschaftsgeschichte insbesondere dieses Vielvölkerstaates mit seinen 14 Nationen gezogen werden, der in vieler Hinsicht ein Spiegelbild unserer Zeit, der Europäischen Union, vorwegnimmt. Wir erkennen aus der Geschichte, dass das Land letzten Endes zusammengebrochen ist durch das ungelebte Ausleben der Gruppenegoismen, die dazu geführt haben, dass ein Zusammenleben nicht mehr möglich war. In dieser Hinsicht auch bietet Österreich-Ungarn für uns immer noch wichtige Lehren. Es ist für alle Organisationen, die gesellschaftlich relevant sein wollen, wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und aus der Geschichte zu lernen. Aus der Geschichte sehen wir aber auch, dass es gewachsene Strukturen gibt in Europa, wie zum Beispiel Mitteleuropa, die heute in keiner besonderen Bedeutung mehr da sind, die aber gemeinsame Interessen haben, gemeinsame Sicherheitsinteressen haben, wirtschaftliche, infrastrukturelle Interessen haben. Hier ist es notwendig, dass wir uns gemeinsam auch für so eine Struktur einsetzen, um ihr in der Zukunft zu einem Wiederdurchbruch zu verhelfen. Vědecké studie nám ukazují, že tzv. Habsburský efekt přetrvává i po rozpadu impéria. Obyvatelstvo bývalých habsburských zemí na lokální úrovni věnuje úřadům a policii podstatně větší důvěru než lidé mimo hranice bývalé habsburské monarchie. Je v nich také méně korupce. Dieser Habsburger-Effekt zeigt 100 Jahre nach Ende der Monarchie recht deutlich die Dimensionen des damaligen Reiches. Für mich ist das ein klares Zeichen für ein gemeinsames Bewusstsein in und für Mitteleuropa. Und zwar unabhängig davon, in welchem Staat die Menschen leben. Mitteleuropa, das ist logisch, kann auch nicht als staatliches Konzept im Sinne eines Nationalstaats gesehen werden. Es geht über die Nation hinaus, im Sinne einer übernationalen Ordnung. Gerade wenn wir uns die Entwicklung in Europa konkret in der Europäischen Union anschauen, können wir aus diesem übernationalen Ordnung lernen. Deshalb dürfen wir davon ausgehen, dass die Impulse für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union aus diesem kulturellen und geografischen Hintergrund Mitteleuropas kommen werden. Zweifellos sind die Spuren der Habsburger Zeit in der Westukraine noch sichtbar, aber auch spürbar.
Einerseits denken wir dabei an den Erzherzog Wilhelm, der sich sehr für das Land eingesetzt hat und dafür von den Sowjets ermordet wurde. Andererseits zeigt uns das habsburgische Erbe, dass wir nicht zum Osten, sondern ganz eindeutig zur europäischen Kultur gehören. Galizien, aber auch die Bukowina sind mitteleuropäisch geprägt. Das ist eine Kulturgemeinschaft, die die Mentalität geprägt hat und die noch heute ganz deutlich bemerken kann. Das zeigt sich in der Freiheitsliebe der Menschen, aber auch in der Wissenschaft. Wir hoffen sehr, dass uns diese Tradition den Weg zur europäischen Einigung öffnet. Vzpomínkový rok 2018 by měl být impulzem k tomu, abychom se poučili z dějin. Kontinuita a stabilita jsou stavebními kameny mírového projektu Evropa. Střední Evropa přitom hraje zvláště významnou roli. Její země jsou úzce spjaty společnou historií, tradicí a kulturou a mají významnou funkci hnacího motoru při reformách a zlepšení chodu Evropské unie. Wenn man heute viel in der Welt unterwegs ist, bekommt man einen eigenen Blick auf dieses mitteleuropäische Erbe, das ganz eindeutig mit der Geschichte meiner Familie verbunden ist. Es ist eine Einheit in der Vielfalt, die auf einem gemeinsamen Werte- und Kulturfundament ruht, das prägt. Es ist eine wunderbare Basis, um die Zukunft zu gestalten. Egal in welchem Beruf heute jemand tätig ist, mit Engagement und Disziplin kann man etwas erreichen. Denn für uns geht es heute nicht darum, sich auf einem Erbe auszuruhen. Unsere Aufgabe ist es, mit unserem Engagement zur Ahne zu werden.